Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir feiern Gottesdienst am Sonntag Judica. Wir feiern ihn an getrennten Orten, aber wir feiern ihn trotzdem miteinander verbunden. Judica heißt dieser Sonntag, schaffe mir Recht. Der Psalmbeter ringt mit Gott, er ringt um Gottes Beistand, denn er ist unsicher, er ist auf Hilfe angewiesen, so wie wir in diesen Tagen. Wir beten mit Worten des 43. Psalms. Gott, schaffe mir Recht und führe meine Sache wider das unheilige Volk. Errette mich von den falschen und bösen Leuten. Denn du bist der Gott meiner Stärke. Warum hast du mich verstoßen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich dränget? Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung. Dass ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten zu deiner Wohnung. Und ich dir danke, dass du mir hilfst. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten zu deiner Wahrheit. Dass ich dir danke, dass du mir Wohnung. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten zu deiner Wahrheit. Dass ich dir danke, dass du mir Wohnung. Sende dein Licht und deine Wahrheit. Lasst uns beten. Herr unser Gott, wir bitten dich, lass uns deine Nähe spüren. Öffne unsere Herzen für deine Botschaft, die uns frei macht. Öffne unsere Ohren für die Worte, die uns trösten. Unseren Mund für Worte, die anderen helfen. Wir bitten dich, sei du bei uns. Darum bitten wir dich im Namen unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Evangelium nach Johannes, 14. Kapitel. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn's nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten? Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, dahin wisst ihr den Weg. Spricht zu ihm Thomas, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Holz auf Jesu Schulter, von der Welt verflucht,
war zum Baum des Lebens und bringt gute Frucht. Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehen. Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehen. Wollen wir Gott beten, dass auf unserer Fahrt Friede unsere Herzen und die Welt bewahrt. Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehen. Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehen. Denn die Erde klagt uns an bei Tag und Nacht, doch der Himmel sagt uns, alles ist vollbracht. Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehen. Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehen. Wollen wir Gott loben, leben aus dem Licht. Streng ist seine Güte, gnädig sein Gericht. Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehen. Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehen. Denn die Erde jagt uns auf den Abgrund zu. Doch der Himmel fragt uns, warum zweifelst du? Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehen. Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehen. Hart auf deiner Schulter lag das Kreuz, o Herr, war zum Baum des Lebens, ist von Früchten schwer. Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehen. Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehen. Ich lese uns den Predigttext für den heutigen Sonntag. Er steht im Hebräerbrief im 13. Kapitel, die Verse 12 bis 14. Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut, gelitten draußen vor dem Tor. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen vor das Lager und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Amen. Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Bruder Jesus, dem Christus dieser Welt. Amen. Liebe Gemeinde da draußen vor den Computern, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir, so steht es im Hebräerbrief. Wir haben uns bequem in unserem jeweiligen Leben eingerichtet. Das Haus ist gebaut, der Bausparvertrag abbezahlt, die Kinder sind aus dem Haus, wie auch immer, alles ist geregelt. Und da kommt so ein kleines Virus und wirft alles durcheinander. Nichts ist mehr möglich oder so, wie es mal gewesen ist. Es konfrontiert uns mit den grundsätzlichen Fragen in unserem Leben. Woran kann ich mich halten? Worauf kann ich mich verlassen? Reicht unser Gesundheitssystem wirklich aus? Das, was für uns in diesen Tagen so ungewöhnlich ist, das erleben Menschen in anderen Teilen der Welt tagtäglich. Menschen, die auf der Flucht sind und keine bleibende Stadt haben,
weil sie vor der Dürre in ihren Ländern fliehen oder vor den politischen Verhältnissen, vom Krieg in Syrien. Leider vermauert oftmals dieses kleine Virus den Blick auf die Notleidenden dort. Nun kommt uns durch das Unsichtbare die Wahrheit des Satzes aus dem Hebräerbrief ganz nah. Wir haben hier keine bleibende Stadt. So bequem und so gut wir es uns hier im Leben eingerichtet haben, und das ist ja auch nichts Schlechtes, so müssen wir doch zugestehen, das ist nicht alles. Vielleicht macht uns ja dieses kleine Virus den Blick dafür frei, dass unser Leben begrenzt ist, so oder so. Dass wir nicht ewig leben, auch wenn wir uns hier einrichten in diesem Leben, als wäre es immer da und nie vorbei. Dass wir eigentlich nur solch eine kleine Lebensspanne haben im Vergleich mit dem, was Gottes Ewigkeit ausmacht. Das wirft uns erstmal durcheinander. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Wir sind auf dem Weg in das Zukünftige, was uns verheißen ist, in die große Liebe Gottes, aus der niemand herausfallen kann. Und auch wenn einige Menschen sich so in diesem Leben hier einrichten und gleichsam eine Supermarktmentalität entwickeln, indem sie alles hamsterkaufmäßig in dieses Leben hineinpressen wollen, so wissen wir und glauben wir, dass das nicht alles sein kann, sondern dass sich hinter all dieser Welt, in der wir leben und die wir genießen sollen und dürfen, doch so viel mehr auftut. Die Ewigkeit, die Unendlichkeit, dieses riesige Licht der Liebe Gottes, die wir suchen, zu der wir hin auf dem Weg sind, die niemals vergeht. Und Gott, der uns entgegenkommt und uns aufnimmt in das große Licht seiner Liebe, der sagt Ja zu uns, zu allen Zeiten, in den Krisensituationen des Lebens, in den freudigen wie in den traurigen Momenten. Aus Gottes Hand, aus der zukünftigen, ewigen Stadt können wir nicht hinausfallen. Und der Friede Gottes, der so viel höher ist als all die Vernunft von uns Durchreisenden durch diese Welt, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Bruder und Herrn. Amen. Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt, der Allertreusten fliege, des der den Himmel lenkt, der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Dem Herrn musst du trauen, wenn dir soll wohl ergehen. Auf sein Werk musst du schauen, wenn dein Werk soll bestehen. Mit Sorgen und mit Grämen und mit selbsteigner Pein lässt Gott sich gar nichts nehmen, es muss erbeten sein. Hoff, o du arme Seele, hoff und sei unverzagt. Gott wird dich aus der Höhle, da dich der Kummer plagt, mit großen Gnadenrücken erwarte nur die Zeit. So wirst du schon erblicken die Sonne der schönsten Freud.
Machend, o Herr, machende mit aller unserer Not. Stärk unsere Füße und Hände und lass bis in den Tod uns allzeit deiner Pflege und treu empfohlen sein. So gehen unsere Wege gewiss zum Himmel ein. Wir halten miteinander Fürbitte. In unser Gebet nehmen wir die Anliegen mit auf, die uns hier in der Gemeinde erreicht haben. Gott, wir danken dir für alle Ärztinnen und Ärzte, für das Pflegepersonal, für die Verkäuferinnen und Verkäufer und für alle Menschen, die in systemrelevanten Berufen arbeiten. Schütze sie, segne ihre wertvolle Arbeit. Gott, ich bitte dich für meine Nachbarin. Sie hat Angst. Wir bitten dich, Gott, für alle Menschen, die in diesen Tagen Angst haben, stärke sie und ermutige sie. Guter Gott, ich wünsche mir und bitte darum, dass die Streits zu Hause genauso schnell wieder aufhören, wie sie angefangen haben. Gott, wir legen dir alle Familien ans Herz, die nun zu Hause auf engem Raum sind. Schenk ihnen deinen Geist, dass sie es gut miteinander aushalten können. Führe sie zusammen, wenn Streit herrscht. Für alle, die jetzt alleine zu Hause bleiben müssen, wir bitten dich, Gott, für alle, die allein sind, für alle, die das Gefühl haben, von der Welt vergessen zu sein. Wir denken an die Menschen in ihren Wohnungen hier in Berlin. Wir denken an die Flüchtlinge in Flüchtlingslagern an so vielen Orten der Welt. Wir denken an die Hungernden und die, die unter Gewalt leiden. Schütze sie und bewahre sie. All unsere Fürbitten, die wir hier ausgesprochen haben und alle, die unausgesprochen bleiben, die nehmen wir mit hinein in die Worte deines Gebets, das die ganze Welt umspannt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unseren Zeiten. Es ist doch ja kein anderer nicht, der für uns könnte streiten. Denn du, unser Gott, alleine. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Er schenke dir Frieden. Amen.